SPD-Generalsekretärin Barley hat nach dem britischen Votum für einen Austritt aus der Europäischen Union vor einem Dominoeffekt gewarnt. In einigen EU-Staaten ist die Missachtung für Europa inzwischen dramatisch, sagte Barley. Zugleich warnte sie in den nun anstehenden Verhandlungen vor zu vielen Zugeständnissen. Wer raus ist, ist raus. Da müssen wir auch hart sein, sagte sie. Was wir jetzt nicht tun dürfen, ist in Hysterie verfallen. Und was wir auch nicht tun dürfen, ist vor Schreck erstarren. Wir brauchen jetzt keine Taktiererei, sondern unverzüglich Klarheit. Wir erwarten von der britischen Regierung, dass sie das Verfahren nach Artikel 50 jetzt unverzüglich einleitet und sich nicht in innerparteilichen Machtkämpfen verfängt. Was die Europäische Union und was auch Großbritannien jetzt braucht, ist Klarheit statt Taktiererei. Eins muss allerdings klar sein, das haben wir bereits vor dem Referendum gesagt und ich wiederhole es hier ausdrücklich nochmal, auch wenn es für mich als gebürtige Britin nicht leicht ist. There will be no better deal. Es wird keine Verbesserung im Status Großbritanniens geben nach dieser Entscheidung. Es darf die nicht geben, denn ansonsten würden wir die Europäische Union quasi ad absurdum führen, wenn man die Pflichten abwählen kann und trotzdem die Vorteile behält. Klar ist aber auch, dass Europa sich verändert hat, sich verändern muss. Die Europäische Union muss sich verändern. Die Menschen müssen spüren, wofür es die Europäische Union gibt, inwieweit es sie in ihrem eigenen Leben betrifft, positiv betrifft. Das ist ja heute schon so. Nicht umsonst haben vor allen Dingen die jungen Menschen in Großbritannien deutlich mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt, weil sie wissen, zum Beispiel beim Thema Mobilität, Arbeitsmarkt, aber auch Bildung, zum Beispiel bei Studienaustauschen, dass ihnen da die Europäische Union ganz konkrete Vorteile bietet, die sie ohne sie nicht hätten. Was aber auch richtig ist, ist, dass es unter den nationalen Regierungschefs und zum Teil auch ansonsten innerhalb der Politik die Mode gibt, die Erfolge für sich zu reklamieren und alles, was nicht gut läuft, nach Brüssel zu schieben. Wenn wir so mit der Europäischen Union umgehen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass es kaum Befürworter in der Bevölkerung für die Europäische Union gibt. Wir in der politischen Welt müssen eben auch wieder enthusiastischer das vertreten, was die Europäische Union an Vorteilen für die Bürgerinnen und Bürger bringt. Und wir müssen an der Europäischen Union arbeiten. Massenhafte Jugendarbeitslosigkeit, kaum Wachstum, Schulden ohne Ausweg, antieuropäischer Nationalismus. Es gibt viel, woran die Europäische Union, woran wir miteinander arbeiten müssen. Nach 7 Jahren Wachstums- und Beschäftigungskrise brauchen wir dringend eine wirtschaftspolitische Wende. Und das bedeutet eben mehr gemeinsame Impulse für Wachstum, für Innovation, für Forschung in Bildung und Ausbildung. Das bedeutet einen noch beherzteren Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, die es nicht unbedingt in Deutschland, aber in den Staaten, vor allen Dingen Südeuropas, gibt und die natürlich auch Zweifel an dem Funktionieren der Europäischen Union dort wecken. Und es bedeutet auch eine gemeinsame, wirkungsvolle Politik gegen Steuervermeidung und Steuerbetrug. Denn eine Europäische Union der Bürgerinnen und Bürger muss auch klar machen, dass sie nicht für Konzerne da ist, sondern für sie. Und nur ein Europa, das das durchsetzt, kann dann eben auch begeistern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie das auch wieder kann. Die SPD steht dafür, dass Europa zusammenhält. Das haben wir immer schon getan, seit vielen, vielen Jahren. Wir sagen aber auch, wir brauchen ein besseres Europa. Und zwar jetzt erst recht.